Wir sind jetzt in Geraldstadt, haben die Organisatorin des heutigen Tages, des Workshops bei uns, und sie würden uns ein bisschen was erzählen, um was geht es eigentlich bei Körper, Geist und Seele oder überhaupt um dieses Festival. Genau, wir haben verschiedenste Aussteller im Bereich Gesundheit, Vitalität, Wohlbefinden, aber auch Schmuckanbieter, Ernährungsratgeber, Bewegung, alles ist dabei, von A bis Z. Hat man das Gefühl, dass gerade dieser Bereich mehr angenommen wird wie früher? Ja, das auf jeden Fall. Also wir merken es auch an den Besucherzahlen. Es wird jedes Jahr mehr, es wird besser angenommen. Die Leute haben großes Interesse an der Gesundheit, aber auch im Alternativbereich, dass da einfach andere Methoden gibt. Mal sehen, es bleibt ja wirklich kaum ein Bereich unerfüllt. Also es ist vom Trommelworkshop hin bis zum Bändeln, ist ja fast alles abgedeckt, kann man sagen. Genau, wir haben auch Vorträge und eben auch Zumba zum Mitmachen von der Tanzschule, Trommelworkshop zum Mitmachen, Yoga, Schnupperstunde hat es auch gegeben. Das ist dieses Jahr schon zum vierten Mal und es wird auf jeden Fall ein fünftes Mal geben und auch weitere Jahre. Im Oktober wird es das erste Mal auch für Kinder geben, auch da im Volksbildungshaus. Und da wird das in etwa das gleiche Angebot sein, aber dann halt speziell auf Kinder zugeschnitten. Also wer heute es nicht geschafft hat, kommt im Oktober. Genau. Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Gerne.